Hier ist es nun, das neue iPhone 15 Pro Max, der Traum aller Smartphone-Filmemacher. Und warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Video. Außerdem zeige ich dir, welche Einstellungen du vornehmen musst, um das Maximale aus deinen iPhone 15 Videos herauszuholen. Seitdem Apple vor kurzem das neue iPhone 15 Pro bzw. das Pro Max, also die Titanium-Modelle, vorgestellt hat, gibt es einen wahren Aufschrei in der Filmemacher-Szene. Endlich kann man das iPhone als professionelle Filmkamera einsetzen. Aber warum ist das so? Liegt es nur an den Kameralinsen oder steckt da mehr dahinter? Wir gehen das Ganze mal in diesem Video Schritt für Schritt durch. Schon seit vielen Jahren bin ich ja begeisterter Smartphone-Filmemacher. Wenn du diesem Kanal hier folgst, hast du ja schon etliche Projekte gesehen, die ich mit einem Telefon realisiert habe. Doch in letzter Zeit kommt es dann schon mal vor, dass ich dann doch schon mal wieder zur richtigen Kamera gegriffen habe, weil mich so ein paar Sachen beim Smartphone doch immer noch irgendwie stören. Das sind zum Beispiel diese nervigen Lensflares, diese grünen punktuellen Flackerlichter, die immer dann entstehen, wenn man gegen punktuelle Lichtquellen filmt. Das war in den letzten iPhone-Generationen schon wirklich ziemlich krass. Krass, auch noch beim iPhone 14 Pro Max. Erste gute Nachricht für Filmer, beim iPhone 15 ist es deutlich besser geworden. Die Lensflares sind zwar noch da, aber in deutlich abgeschwächter Form. Allein das ist sicherlich schon ein Grund zu sagen, hey, als iPhone-Filmemacher lohnt sich das auf jeden Fall schon mal als Upgrade selbst vom Vorgängermodell, weil das war wirklich so störend für mich, dass das wirklich immer für mich so ein Grund war, auch mal zu sagen, komm, ich schnapp mir dann doch mal die Sony-Kamera oder doch noch eine andere und filme dann lieber damit statt mit dem Handy. Ein weiterer Punkt, warum Filmemacher nicht gerne zum Smartphone gegriffen haben bisher, war die digitale Schärfe. Handy-Videos sind einfach überschärft, extrem überschärft, und das ist eigentlich nicht so der typische Filmlook. Sie haben einen starken Kontrast und auch die Sättigung ist nicht wirklich filmisch. Das sind so diese drei Punkte, Kontrast, Sättigung und Schärfe, die bisher beim Smartphone irgendwie bei der Filmerei immer störend aufgefallen sind. Und all das hat Apple jetzt einfach vaporisiert mit der Einführung des neuen ProRes Log-Formats. Ein flaches Bildprofil, was man direkt hier im iPhone anwählen kann. Das ProRes Log-Format macht wirklich alles richtig und überrascht selbst professionelle Filmemacher. Denn mit diesem flachen Bildprofil kann man im nachträglichen Color Grading mehr herausholen als aus dem Standard-Handy-Daten. Und das Ganze sieht einfach viel mehr nach Kino, nach Hollywood aus, als nach einem Handy-Video. Das ProRes Log-Format hat keine digitale Schärfe mehr, die man vom Smartphone normalerweise kennt. Das heißt, das Filmmaterial sieht einfach schon viel besser aus. Der Kontrast ist viel sanfter, das Ganze ist entsättigter, es ist einfach filmischer und sieht nicht aus wie Aufnahmen, die man mit einem iPhone geschossen hat. Ein Log-Format oder ein flaches Bildprofil sieht ja auf den ersten Blick immer etwas störend aus, ein bisschen komisch, so entsättigt, so gräulich. Aber mit einer entsprechenden LUT, ein sogenannter Lookup-Table, kann man im anschließenden Color-Grading wirklich das Maximale herausholen. Und dem ganzen Video dann, wenn man möchte, noch einen entsprechenden Filmlook verpassen. Das sieht dann wirklich schon mehr cinematisch aus als das ganze normale Handy-Video, wie man es bisher kennt. Bevor es mit der Filmerei losgeht, musst du natürlich erstmal dein iPhone 15 bzw. 15 Pro entsprechend einstellen, richtig mit den entsprechenden Settings, dass du auch das Maximale aus deinen Aufnahmen herausholen kannst. Und das machen wir jetzt mal. Vorab, du solltest auf keinen Fall mit dem iPhone so in die freie Wildbahn gehen, denn es ist sehr kratzerempfindlich. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall ein entsprechendes Case. Ich habe hier ein Arctis Case mit einem gebauten MagSafe. Damit kannst du dein iPhone perfekt schützen und das Ganze ist nicht mehr so kratzerempfindlich und auch Fingerabdrücke hinterlassen nicht mehr so unschöne Spuren. Du hast da bestimmt schon das ein oder andere in der Presse gelesen. Das neue iPhone ist ziemlich empfindlich. Wenn das Ganze erstmal geschützt ist, kann es losgehen mit den entsprechenden Grundeinstellungen. Und die sind wie folgt. Du wählst die App Einstellungen und fährst dann runter bis auf den Menüpunkt Kamera. Und hier kannst du die ganze Kamera so justieren, wie du sie erstmal brauchst, um professionelle Aufnahmen zu machen. Als erstes klickst du an Video aufnehmen und da solltest du auf jeden Fall in 4K filmen. Ist eigentlich mittlerweile Standard und hat auch den Vorteil, selbst wenn du später das Ganze nicht in 4K wiedergeben möchtest, dass du halt ins Bild reinkroppen kannst, ohne dass du dann eine schlechte Qualität hast. Deswegen film von vornherein in 4K und filme auch mit einer
höheren Bildrate als den üblichen 25 Bildern oder bei Handyvideos ja oft gerne genommen auch 30 Bildern die Sekunde. Denn mit einer höheren Bildrate kannst du später noch Slow-Motion wiedergeben, ohne dass es ruckelt. Das heißt, in diesem Falle wähle ich also hier 4K 60 Frames per Second. Wenn ich hier weiter runterrolle, habe ich halt die Möglichkeit, PAL-Formate ein- und auszublenden. Wenn ich sie also einblende, wie ich es ja hier gemacht habe, habe ich also auch die Möglichkeit, 4K zum Beispiel mit 25 Bildern die Sekunde zu filmen. Aber ich wähle jetzt hier mal 4K 60 FPS. Verbesserte Stabilisierung habe ich hier mal aktiviert. Den Action-Modus wenig Licht muss man nicht aktivieren. HDR-Video habe ich jetzt auch mal aktiviert, um einfach noch mehr eine größere Dynamic Range bei meinen Aufnahmen zu haben. Auto-FPS habe ich ausgelassen, einfach deshalb, weil ich immer selber die manuelle Kontrolle über die Frames per Second, also die Bilder pro Sekunde, haben möchte. Weil sonst kann es sein, dass bei 4K und 60 Bildern die Sekunde bei schlechtem Licht das iPhone automatisch runterregelt auf 4K mit 24 Bildern die Sekunde. Und das kriegt man im Zweifel nicht so richtig mit. Und dann möchte ich gerne eine Slow-Motion machen. Die Bildrate ist in diesem Fall aber zu niedrig und dann funktioniert das nicht. Dann möchte ich wenigstens wissen, wann die Bildrate runterregelt. Der Grund, der dahinter steckt, ist einfach der, dass bei kleineren Bildraten mehr Licht auf den Sensor kommt. Weil ne, pro Sekunde müssen dann eben nur 24 oder 25 Bilder belichtet werden statt meiner 60. Das heißt, das Bild wird dann heller. Deswegen hat man halt hier die Möglichkeit, auch noch bei schlechterem Licht eine automatische kleinere Framerate zu wählen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt der Einstellung. Der ist neu seit iOS 17. Weißabgleich sperren. Den wähle ich auf jeden Fall an. Nämlich, es ist folgendes Problem, wenn ich mit dem Handy filme und ich habe nicht die AE-AF-Sperre arretiert, also das, wenn man mit dem Finger eine Zeit lang aufs Display drückt, dann kommt ja die Meldung AE-AF-Sperre aktiviert. Das heißt, die automatische Belichtungs- und Fokussierungsfunktion. Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann ändert sich unter Umständen der Weißabgleich, wenn ich schwenke. Zum Beispiel, ich schwenke von einem Innenraum, wo künstliches Licht ist, nach draußen zum Fenster, wo das Sonnenlicht reinkommt. Dann haben diese beiden Lichtquellen unterschiedliche Kelvin-Werte. Dann weiß das Handy nicht, welchen Weißabgleich es nehmen soll. Und dann wird plötzlich mal eine weiße Wand ein bisschen gelblich oder die Haut ändert sich, die Hautfarbe. Und das dann später im Color Grading noch wieder gerade zu biegen, ist kein Spaß. Und erstmals ist es also möglich, den Weißabgleich zu sperren. Und das heißt, das Handy nimmt immer den Weißabgleich vom Anfang der Aufnahme. Also ich starte die Aufnahme und in dem Moment wird einfach der Weißabgleich genäht, also fest fixiert und die ganze Aufnahme dann durchgehalten. Und somit habe ich also keine Schwankungen mehr im Weißabgleich. Das Ganze sieht halt wirklich gleich viel professioneller aus. Also wichtiger Punkt, Weißabgleich sperren. Dann, gut, Slow-Motion-Einstellung, Kinomodus aufnehmen. Also ich gehe jetzt nochmal in den Kinomodus rein, wähle hier auch nochmal 4K 30 FPS. Dann habe ich die Formate. Bei den Formaten wähle ich auf jeden Fall den oberen Punkt High Efficiency. Das heißt einfach die größte maximale Qualität, das Maximale, was ich auf meinen Aufnahmen herausholen kann. Maximale Kompatibilität heißt, dass meine Daten auf möglichst vielen Geräten lesbar sind. Dadurch könnte aber auch die Qualität ein bisschen schlechter werden. Wie weit das wirklich sich störend auswirkt, habe ich noch nicht verglichen, aber auf jeden Fall wählt man in der Regel High Efficiency, um das Maximale herauszuholen. Dann rollen wir mal weiter nach unten. Und unten habe ich unter anderem bei Videoaufnahmen stehen Apple ProRes. Das habe ich aktiviert. Und dann kann ich hier ProRes Coding auswählen. Und hier habe ich die Möglichkeiten zwischen HDR, SDR und Log zu wählen. Und Log ist das der besagte heilige Gral, von dem ich schon gesprochen habe. Dieses flache Bildprofil und den Punkt wähle ich jetzt aus. Und dann siehst du, dass deine Aufnahmen gleich wesentlich gräulicher und entsättigter schon aussehen. Das ist dieses sogenannte Log-Profil. Also in dieser Stelle kann man das Ganze dann auswählen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Dann gehen wir mal die Einstellung weiter durch. Einstellung beibehalten, das ist auch wichtig. Das heißt, da kann ich gewisse Funktionen, zum Beispiel Belichtungseinstellungen, von vornherein so fixieren, dass wenn sie einmal eingestellt sind, jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme starte, automatisch vorgegeben sind. Und deswegen habe ich das meiste generell hier eigentlich so der Bequemlichkeit halber schon mal angehakt. Hier, ne, die Belichtungsanpassung unten ist zum Beispiel angehakt. Das heißt, die Belichtungsanpassung wird direkt beibehalten, wenn ich also eine Aufnahme starte, beende und wieder die nächste starte und so fort. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben die Möglichkeit, die spannenden Sachen hier in Raster einzublenden. Empfehle ich auch auf jeden Fall. Ganz einfach, das erleichtert dir so ein bisschen die Anwendung der sogenannten Drittelregel. Das heißt, du hast zwei waagerechte und zwei senkrechte Linien im Bild und das Ganze ist dann einfach von deinem Framing her so ein bisschen so eine Hilfe. Genauso wie hier die Wasserwaage, die ich hier aktiviert habe. Somit kann man endlich mal sehen, ob man sein Handy auch wirklich gerade hält oder nicht, weil viele haben dann doch immer so einen leichten Rechts- oder Linksdrall. Und ich sag mal, was wirklich störend ist bei Aufnahmen, ist immer, wenn die Aufnahmen nicht gerade sind.
Also wenn schief, dann bewusst schief und richtig schief, aber nicht nur so 2-3 Grad schief, sag ich mal. Und deswegen ist die Wasserwaage auf jeden Fall hier nochmal eine gute Hilfe. Frontkamera spiegeln kann ich an- oder auswählen, wie ich möchte. Und ja gut, außerhalb des Rahmens anzeigen habe ich jetzt hier noch aktiviert. Und das andere sind eigentlich jetzt so Anpassungen, die man machen kann. Brauchst du aber nicht. Objektivkorrektur habe ich hier noch ausgewählt. Und das sind so meine Einstellungen. Damit habe ich meine Grundeinstellungen schon vorgenommen. Jetzt kommen wir noch zu einem wesentlichen Punkt, den ich direkt einstelle. Und zwar, ich gehe in die Kamera-App und dann wähle ich erstmal hier oben das Pfeilchen aus, was nach oben zeigt. Dann sehe ich hier unten Punkte, unter anderem diesen Kreis mit Plus, Minus. Und das ist die Belichtungskorrektur. Und von vornherein stelle ich mein Smartphone immer auf minus 0,7 bis zu einer Blendenstufe minus 1,0 ein. Weil Smartphones haben nämlich den Nachteil, dass generell das Bild immer so ein bisschen überbelichtet wird. Smartphones sind einfach irgendwie immer zu hell. Und deswegen stelle ich hier die Belichtungskorrektur von vornherein immer so ein bisschen von minus 0,7 auf minus 1,0 ein. Habe damit also bewusst etwas unterbelichtet. Und da ich ja im vorigen Menü eingestellt habe, dass diese Einstellungen beibehalten werden, wird diese Unterbelichtung von vornherein von Aufnahme zu Aufnahme einfach ganz normal beibehalten. Wenn ich jetzt professionell im sogenannten ProRes Log filmen möchte, siehst du hier oben links ProRes Log. Und hier kann ich das auswählen und aktivieren. Und jetzt meldet er direkt ProRes Log in 4K mit 60 Frames per Second. Ist nicht ohne weiteres möglich mit In-Camera-Aufnahmen. Ich müsste hier also auf eine externe Festplatte aufnehmen. Dazu komme ich gleich noch. Um das Ganze zu umgehen, wähle ich hier einfach eine andere Bildrate aus, zum Beispiel meine 25 Bilder die Sekunde. Aktiviere hier das ProRes Log und somit kann ich jetzt mit 25 Bildern im sogenannten entsättigten ProRes Log Bildprofil filmen. Damit ist meine Kamera perfekt eingestellt und ich kann anfangen, meine ersten Videos zu drehen. Das Filmen mit der Standard iPhone App im Log-Format oder im normalen Format ist sicherlich schon eine feine Sache, aber wenn du die komplette manuelle Kontrolle haben willst, dann empfehle ich dir diese App, Blackmagic Camera. Früher gab es ja Filmic Pro für Filmemacher, um wirklich das ganze iPhone manuell zu steuern. Leider ist ja Filmic Pro umgeschwenkt auf ein Abo-Modell. Das ist ziemlich teuer. Und ich muss auch sagen, ich bin auch so schon lange nicht mehr mit dieser App zufrieden. Deswegen habe ich meine letzten Projekte wirklich mit der Standard-nativen iPhone-App immer gefilmt. Aber jetzt kommt die Rettung von den DaVinci Resolve-Machern, Blackmagic Camera App. Und da bist du gleich im DaVinci Blackmagic-Universum, weil alles passt zusammen. Denn diese Kamera-App bedient sich quasi so wie eine typische Blackmagic-Kamera. Das heißt, wenn du da schon mal einen Bezug zu hast, musst du dich gar nicht großartig erst einarbeiten. Und das Schöne bei Blackmagic ist ja, dass das meiste in den oberen Menüebenen stattfindet. Du musst dich nicht immer wild durchklicken in irgendwelche Untermenüs. Du hast alles quasi auf einen Blick und kannst das Ganze dann bedienen. Und das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, weil hier hast du intuitiv immer die richtigen Kameraeinstellungen, kannst manuell genau das einstellen, was du brauchst und hast wirklich das Werkzeug eines professionellen Filmemachers in der Hand. Und das Schöne ist eben bei dieser Blackmagic Kamera App, zu der ich übrigens dann nochmal ein eigenes ausführliches Video machen werde, ist es, dass es Hand in Hand mit DaVinci Resolve zusammenarbeitet. Theoretisch könntest du ein Event filmen, wo 4-5 Leute mit dem iPhone rumrennen, alle mit dieser Blackmagic Kamera App, und synchron werden die Daten übertragen in die DaVinci Cloud und können schon in Echtzeit quasi bearbeitet werden. Da passt wirklich alles zusammen und das ist schon hochprofessionell. Nur eines der vielen Möglichkeiten, die du mit der Blackmagic Kamera App hast. Auf jeden Fall würde ich sie holen an einer Stelle, weil damit hast du die komplette manuelle Kontrolle über alle wichtigen Einstellungen. Und das Schönste ist, die App ist komplett kostenlos. Also wichtiger Tipp, hol dir auf jeden Fall die Blackmagic Kamera App und schau da mal rein. Die ist wirklich sensationell gut und passt perfekt zum neuen iPhone 15 Pro. ProRes Log-Dateien sind ja leider von Haus aus mega groß und fressen Speicher ohne Ende. Also bisher gab es ja auch schon das ProRes-Format auf dem iPhone und ruckzuck war halt dein iPhone voll. Und das Schlimmste ist, diese Videos wieder zu übertragen, um dann das Ganze später zum Beispiel an deinem Rechner im Workflow zusammenzuschneiden. Das hat Stunden gedauert und war einfach absolut nicht effektiv. Da gibt es jetzt auch eine Lösung von Apple und die ist wirklich richtig cool. Denn man kann
kann man vielleicht bei anderen Smartphone-Systemen schon länger, aber halt endlich auch bei Apple. Man kann direkt auf eine externe Festplatte aufnehmen. Ich kann also die Daten, die ich mit dem iPhone aufnehme, nicht auf dem iPhone selber speichern, sondern direkt auf eine externe Festplatte, eine USB-C-Festplatte, die ich dann einfach abklemmen kann und direkt an meinen Mac anschließen kann und da direkt die Videos schneiden kann. Es gibt also keine lästige Datenübertragung mehr. Das Ganze geht quasi Hand in Hand und das ist eine sehr gute Geschichte. Da kann ich dann auch in ProRes 4K im Log-Format mit 60 Bildern die Sekunde aufnehmen. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass ich so eine Festplatte dann irgendwie mit dem USB-C-Kabel hier anschließe, an mein iPhone stecke und wenn ich dann filme, habe ich irgendwie hier beides umständlich in der Hand. Ja, dafür habe ich mir mal eine einfache Lösung überlegt und die sieht wie folgt aus. Zunächst einmal brauchst du ein Case für dein neues iPhone 15 Pro oder Pro Max. Am besten ein Arctis Case mit MagSafe. Du schnappst dir am besten so eine kleine Samsung Festplatte und klebst da hinten so eine MagSafe Halterung auf. Und dann kannst du ganz einfach deine Festplatte mit dieser MagSafe Halterung arretieren mit deinem Smartphone. Jetzt brauchst du noch ein passendes Kabel. Dazu habe ich mir so ein kleines flaches kurzes USB-C-Kabel geholt, habe das mit einem Kabelbinder so ein bisschen zusammengeflauscht und so bin ich direkt startklar für meine nächsten Filmaufnahmen. Nichts baumelt hier rum oder stört mich. Kabelbinder bei einem fast 2000 Euro teuren iPhone ist sicherlich nicht die ultimative Lösung, aber ich denke mal, für die meisten Fälle sollte es auf jeden Fall reichen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze jetzt noch mit externen Linsen zu erweitern, irgendwelche Stabilisatoren wie Gimbal oder so zu verwenden, aber mal ganz ehrlich, man braucht in der heutigen Zeit, glaube ich, keinen Gimbal mehr. Alleine der Action-Mode im neuen iPhone ist so genial und stabilisiert so gut. Alleine schon der Action-Mode bei fünffacher Vergrößerung im iPhone 15 Pro Max ist noch deutlich besser als der Action-Mode der dreifache im 15 Pro. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall auch den Kauf des 15 Pro Max. Weil schau dir das mal an, hier bei fünffacher Zoom-Linse der Action-Mode. Was für eine Bildstabilisierung und wie ruckelig das vorher aussah. Also das ist doch der Hammer, oder? Und allein deswegen behaupte ich, braucht man eigentlich kein Gimbal mehr. Ist ja auch viel praktischer. Ich brauche auch wirklich gar nichts mehr mit mir rumschleppen. Ich habe quasi nur noch mein iPhone dabei. Das Einzige, was ich dir wirklich noch beim neuen iPhone 15 Pro oder Pro Max empfehlen möchte, ist, wenn du später nochmal mit einem externen ND-Filter filmst, um einfach so ein bisschen diesen filmischen Look der Bewegungsunschärfe mit reinzubekommen ins Bild. Du kennst das. Der Kino-Look mit den unscharfen Bewegungen. Wenn man sich jetzt einen einzelnen Frame anschaut, siehst du, die einzelnen Aufnahmen sind nicht scharf, die Finger sind verwaschen und das ist eben der typische Kino-Look. Und da du, wenn du normal filmst, mit kurzen Belichtungszeiten filmst, hast du diesen Look mit dem Handy nicht und deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall, wenn du professionelle cinematische Aufnahmen machst, noch mit einem externen ND-Filter zu filmen. Idealerweise ein variabler ND-Filter, dessen Stärke du einstellen kannst, je nach Sonneneinstrahlung. Damit du nicht andauernd irgendwelche anderen Filter in unterschiedlicher Stärke dann immer wieder an- und abschrauben musst. Einen Filter kannst du ganz einfach befestigen, indem du statt dieser Hülle hier ein entsprechendes Lenscase verwendest mit einer Filterhalterung. Da schraubst du dann den entsprechenden Filter vor und schon hast du den Look, den du aus dem Kino kennst, mit dieser typischen Bewegungsunschärfe. Alles in allem sind also diese neuen iPhone-Modelle für Filmemacher echt sowas wie der Heilige Gral. Es ist wirklich ein Meilenstein, der das Handyvideo separiert von professionellen Aufnahmen, die nicht so aussehen, als wenn man sie wirklich mit einem Handy geschossen hat. Natürlich konnte man auch vorher schon professionelle Videos drehen. Ich habe es immer mal wieder bewiesen auf diesem Kanal. Alleine der Vergleich zum Beispiel von unserem Top Gun Maverick Ending Dreh, den wir wirklich dann synchron mit einer 50.000 Euro Red Kamera gedreht haben und das Ganze mit dem iPhone verglichen haben, das sah schon ziemlich gut aus. Aber es war immer noch so ein bisschen die digitale Schärfe zu erkennen und wenn man genau hinguckte, konnte man das Ganze dann doch noch unterscheiden. Das wird jetzt deutlich schwieriger und ich behaupte mal, wir werden noch viel in den nächsten Jahren hören von Smartphone-Videos und auch bestimmt irgendwann mal den einen oder anderen Blockbuster sehen. So wie jetzt gerade The Creator im Kino läuft, gefilmt mit einer herkömmlichen Sony FX3 Kamera, die man für 4.500 Euro bekommt, wird es vielleicht irgendwann ja mal ein iPhone-Blockbuster geben. Wie siehst du das?
Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlass mir auf jeden Fall ein Like und gib mir Kommentare, was interessiert dich noch rund um das neue iPhone 15. Ich versuche diese so gut wie es geht in den nächsten Videos zu beantworten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao.